Hi Leute und willkommen zurück zu diesem spontanen Video. Endlich das 6 GB große Update von Enshrouded ist nun draußen. Es nennt sich Hollow Halls Update. Den Link zum Video sowie den Link zu den Patch Notes habe ich euch unten in der Infobox verlinkt, falls euch das interessiert. Und ich dachte mir, auch wenn ich jetzt erst Level 5 bin, wir gucken es uns auf jeden Fall jetzt gemeinsam an. Und ich hoffe, dass ich euch so viel zeigen kann, wie nur geht. Übrigens sind wir auch gerade dabei, die Patch Notes auf Deutsch zu übersetzen und dann auf unserem Discord-Server hochzuladen. Also solltet ihr Interesse daran haben, das Ganze auf Deutsch zu lesen, dann joint unserem Server. Und jetzt rede ich nicht mehr viel weiter. Viel Spaß beim Video. Let's go! Fangen wir doch mal mit den Neuigkeiten an. Bitte wundert euch nicht, dass ich nach rechts schaue. Ich muss natürlich ein bisschen ablesen, weil alles konnte ich mir natürlich auch nicht merken. Also, es gibt auf jeden Fall für alle Biome, neue einzigartige Dungeons. Dann gibt es natürlich auch neue Gegner, die wir noch nicht kennen. Klar, sagt ja der Name neu. Es gibt auch neue Gegenstände, die wir uns herstellen können. Dann warten natürlich exklusive legendäre Belohnungen auf euch. Höchstwahrscheinlich eben auch aus den Dungeons. Es gibt auch eine neue mysteriöse Station zum Herstellen von Gegenständen mit eigenen Rezepten. Und es gibt auch neue Quests, die uns zu einem neuen geheimnisvollen NPC führen. Da bin ich auch richtig gespannt. Hier ist also noch ein Platz. Es sieht mir aus, als wäre es, naja gut, okay, das kann man jetzt nicht sagen, ob es ein weiblicher oder männlicher Charakter ist. Könnte auch hier sein, dass er so eine Kapuze auf hat. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was der uns dann bringt. Und was ich absolut richtig geil finde, wir haben jetzt runde Fenster, runde Türen. Wir können richtig coole Pflanztöpfe quasi machen an der Saatstation, glaube ich. Jetzt lass uns mal kurz gucken, ob ich da schon irgendwas sehen kann. Das sind die, die ich aktuell machen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob der Laubbaumsetzling neu ist oder nicht. Und auch hier der Düsterdickicht Grünblattsetzling. Und der Rotblattsetzling. Ich glaube, diese drei sind auf jeden Fall auch neu. Und nein, leider kann ich jetzt hier aktuell noch keinen Blumentopf sehen. Und bei ihr jetzt leider auch nicht. Ich blende euch aber mal hier ein, wie es aussehen wird. Und was auch neu ist, was ich auch richtig geil finde, aber Moment, dazu müssen wir uns erst was herstellen. Und bevor ihr euch wundert, ja, ich habe jetzt den Schreiner geholt. Das Video kommt morgen raus und es war wieder ein totales Chaos. Also es lohnt sich auf jeden Fall, es anzuschauen. Da müsst ihr aber noch bis morgen warten. So, ich möchte ja, jetzt habe ich mir ja den Schreiner geholt und jetzt kann ich ja auch endlich sitzen. Deswegen möchte ich doch mal gucken, was es kostet, mir eine Toilette herzustellen. Und ich habe sogar alle Sachen hier dabei. Deswegen stellen wir uns mal eine Toilette her. Und da ja aktuell auch noch nichts im Badezimmer vorhanden ist, düsen wir da jetzt hin und platzieren unser Scheißhaus. Das hört sich irgendwie blöd an, aber es ist halt so, gell? Tada! Und guckt. Sitzen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Sounds dazu einblenden soll oder nicht. Auf jeden Fall sitze ich hier jetzt auf der Toilette. Das finde ich richtig geil. Ich meine, ihr könnt natürlich auch überall anders sitzen. Wir können ja mal gucken, wie es jetzt hier auf dem Balkon so ausschaut. Okay, da habe ich anscheinend die Bank falsch rum hingestellt. Das heißt, ich kann jetzt einfach in mein Schlafzimmer reinschauen. Auch nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall auch eine neue Möglichkeit, die jetzt mit dem Update dazugekommen ist. Was auch neu ist, dass man auf der Karte jetzt Pings setzen kann. Und zwar geht ihr einfach mit Rechtsklick auf die Karte und macht hier Ping senden. Und so können andere Mitspieler euch finden oder ihr macht einen Treffpunkt aus, wo man halt dann einfach quasi hinlaufen soll. Jetzt gehen wir doch nochmal runter, denn es haben sich auch noch einige Sachen geändert, was die Truhen betrifft. Erstens, soweit ich weiß, kann man die magischen Truhen jetzt schon früher craften. Also mit einem geringeren Level, als ich es jetzt bin. Wenn ich das richtig verstanden habe, nagelt mich da jetzt nicht drauf fest. Und alles, was jetzt in den magischen Truhen ist, kann auch an den Crafting-Stationen hier verwendet werden. Da schauen wir jetzt mal rein. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, wie. Das muss ich jetzt mal gucken. Ja, Leute, und was vielleicht ein bisschen verwirrend ist, wo ich jetzt auch gerade ein bisschen überlegen musste, beziehungsweise nachfragen musste, folgendes. Ihr hattet ja früher, wenn ihr zur Crafting-Station gegangen seid, musstet ihr ja die Materialien, die ihr gebraucht habt, hier reinziehen. Das nehme ich jetzt nur als Beispiel. Und dann konntet ihr auswählen, dass ihr quasi das und das Rezept herstellen wollt. Jetzt ist es aber so, dass ihr ja
dass ja alles, was in den magischen Truhen ist, auch für die Crafting-Stationen benutzt werden kann. Das heißt, ihr müsst hier überhaupt nichts mehr reinziehen, wenn ihr das möchtet, und könnt hier entweder auf plus 1 oder auf plus 10 klicken, je nachdem, wie viel ihr natürlich vorrätig habt an Mats oder an Ressourcen. Und wenn ich jetzt hier auf plus 1 klicke, dann fängt er automatisch an, unverarbeitet die Sachen aus den magischen Kisten zu Kohle. Das ist natürlich auch cool, war jetzt am Anfang gerade ein bisschen verwirrend für mich, aber auf jeden Fall super chillig. So spart man sich auf jeden Fall immer das Hin- und Hergeräume und ja, kann sich eigentlich hier die Kisten sparen. Man baut sich einfach die, schmeißt alles rein und schon kann man zu jeder Crafting-Station hingehen, auf das Plus 1 drücken und er fängt an zu arbeiten. Sehr nice. Weitere Änderungen aus dem Update sind zum Beispiel auch, dass eine Stadt komplett überarbeitet wurde, und zwar Willow Crush. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo die ist. Ich glaube, die habe ich noch nicht entdeckt. Und was auch noch gemacht wurde, einige Plätze wurden verbessert und haben quasi einen Feinschliff bekommen. Das waren die beiden Sachen. Dann auf jeden Fall gab es natürlich auch noch sonstige Verbesserungen. Unter anderem zum Beispiel wurde das 60-Hertz-Limit aufgehoben, die Kamerabewegungen verbessert. Und wenn ihr Server sucht, dann könnt ihr das jetzt auch mit einer IP-Adresse machen. Das war ja davor nicht möglich. Hier ist wieder meine RGB-Beleuchtung. Da müssen wir auch mal gucken, was da das Problem ist. Dann nochmal zurück zum Herstellen. Man kann jetzt ganze Stapel verarbeiten bzw. herstellen und sie auch dementsprechend besser teilen. Das seht ihr, wenn ich jetzt hier schaue und mir ein Lagerfeuer herstellen möchte, dann kann ich jetzt mit der Umschalt- und Leertaste 10 Stück auf einmal herstellen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht tun, das war jetzt einfach nur wieder der Vorführeffekt. Aber genau, so müsst ihr quasi auch bei den Bandagen nicht immer hier die Leertaste spammen, sondern könnt einfach hier hinklicken und es wird auf jeden Fall mehr davon hergestellt. Das Weitergeben von Gegenständen ist auch verbessert, das habe ich aber, glaube ich, gerade schon mal gesagt. Ja, und ich glaube, das war so das Wichtigste, was euch wahrscheinlich am meisten interessiert. Wie gesagt, die Patch Notes, die übersetzen wir gerade. Die könnt ihr, wenn ihr möchtet, dann auch auf dem Discord-Server in Deutsch nachlesen. Den Link zum Discord findet ihr natürlich auch in der Beschreibung. Und was ich jetzt gerne aber dann ausprobieren möchte, sind auf jeden Fall die Fenster und Türen. Ah, wenn ich jetzt mal hier in die Werkbank schaue, dann sehe ich jetzt hier auch den warmweißen Leuchtblock. Der braucht eine warmweiß leuchtende Substanz. Das muss also auch neu sein. Und ich kann jetzt auch ehrlich nicht sagen, warum ich das schon freigeschaltet habe. Aber ich habe es auf jeden Fall da. Und hier sind wir bei den Türen und den Fenstern. Und für mein Level kann ich auf jeden Fall auch schon runde Türen herstellen. Einmal hier die eben mit einer Türe drin und einmal die als Fensterrahmen. Beziehungsweise ist es ja schon wieder ein bisschen verspult, weil ich bin ja auf Türen. Wenn ich hier hinklicke, steht runde Holztür und wenn ich hier hinklicke, steht runder Holzfensterrahmen. Was steht denn bei dem Fenster? Großer runder Holzfensterrahmen und runder Holzfensterrahmen. Also das verstehe ich nicht, vielleicht ist es einfach nur so ein Durchgang und sie haben es halt falsch geschrieben oder so. Auf jeden Fall sind die Fenster nicht komplett rund an sich, sondern sie haben nach wie vor immer noch die rechteckige oder viereckige Form. Ich blende euch jetzt auch mal kurz ein, wie die anderen Fenster und Türen aussehen, wenn man eben schon in fortgeschrittenem Level ist. Wir machen jetzt mal so eine große Tür und einfach mal diesen Holzfensterrahmen. Und dann machen wir die beiden Fenster. Gucken wir aber jetzt nochmal zu den anderen Leuten, ob da vielleicht noch irgendwas Neues ist. Die Schutthake. Genau, da glaube ich, habe ich gelesen, dass da irgendwie auch was damit gemacht wurde. Kann euch jetzt aber gerade nicht auswendig sagen, was. Bei ihr waren wir schon, da haben wir ja nichts gesehen, gell? Nope. Dann gehen wir zum Alchi. Und hier haben wir auch wieder die warmweiß leuchtende Substanz. Erde, Myzel, Knochenmehl und Holzsäure. Wir können ja mal gucken, ob wir nicht diese Blöcke jetzt irgendwie herstellen können.
Ich schau mal kurz hier rein. Schau mal hier bei der Holzsäure. Wenn ich die auswähle, dann macht er mir jetzt einmal die Holzsäure. Dann Myzel. Ich habe halt jetzt noch nicht alles in den magischen Truhen, deswegen müsste ich jetzt hier mal kurz ein bisschen rumschauen. Aber wo? Hier habe ich doch 50 Stück. Die packe ich jetzt mal hier in die Truhe. So, ihr habt gesagt, Fs anpinnen. Habe ich gemacht. Und jetzt sehe ich es. So, ich habe es nämlich gerade wieder schon wieder vergessen. Genau, Erde brauchen wir, Myzel, Knochenmehl haben wir alles da. Fehlt also nur noch die Holzsäure, auf die warten wir. Dann würde ich mal sagen, wir bleiben einfach kurz hier. Setzen uns mal die Tür hier rein. Und platzieren die mal hier. Oh, die ist auch groß. Also die ist größer als eine normale Tür. Wenn wir jetzt mal hier hingehen, so im Vergleich. Wenn ihr das sehen könnt, ist die auf jeden Fall um einiges größer. Vielleicht platzieren wir die dann einfach mal hier im Raum. Ja, cool. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Ich meine, klar, wenn man hier drüber läuft, sieht es ein bisschen doof aus. Aber das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Juhu, da schreit wieder jemand nach uns. Und hier ist einfach dieser runde Rahmen. Ich meine, ist natürlich auch cool, wenn man jetzt so eine Art Tunnel baut und dann diese Dinger immer einsetzt. Dann sieht es halt mehr aus wie so ein Schacht, finde ich. Genau, auf jeden Fall sind das eben diese zwei. Und bei den Fenstern würde ich jetzt sagen, machen wir es doch einfach mal genauso. Jetzt bin ich gespannt, wie groß dieses eine Fenster ist. Aha, es hat also die Größe wie quasi zwei, naja, nicht ganz, wie eineinhalb von diesen normalen Fenstern. Und das kleinere, ja, ist ein bisschen größer als ein halbes Fenster. Aber damit lässt sich auf jeden Fall auch viel cooles Zeug herstellen. Und zwar, wenn ihr jetzt, weiß ich nicht, eine Kapelle oder so, da sind natürlich diese runden Fenster auf jeden Fall richtig geil. Oder wie ihr im Video von Keen ja auch schon gesehen habt, diese runden Türen. Das ist auf jeden Fall richtig nice und ich bin mal gespannt, wenn ich dann auch mehr freischalten kann, wie dann tatsächlich auch die anderen verbesserten Fenster und Türen aussehen. So, gucken wir mal hier nach der Holzsäure. Die braucht noch ein bisschen. Und solange wir auf die Holzsäure warten, sagt ihr mir doch mal, ob ich vielleicht im nächsten oder übernächsten Part dann schon mal in diesen Dungeon gehen soll, um mich da auch wieder zu blamieren. Schreibt es mal in die Kommentare. Weil dann können wir vielleicht einen Part machen, wo wir ihr nur den Dungeon vorstellen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Und hier ist er. Schauen wir doch nochmal kurz bei ihm nach. Nicht, dass ich da jetzt was vergessen habe. Ach, seht ihr? Und schon wieder. Der hat nämlich auch noch andere Fenster. Und zwar solche, ne, geschnitzten. Hat der auch andere Türen? Nee, die hat er nicht. Genau, mehr kann ich leider nicht craften. Dann schauen wir uns noch ganz schnell die beiden anderen Fenster an, die ein bisschen Stil oder kunstvolleren, wie ich es jetzt mal behaupten würde. Setzen wir mal das daneben und das andere hier daneben. Oh ja, die sehen auf jeden Fall cooler aus wie die anderen hier, weil da die runde Form tatsächlich ein bisschen besser rüberkommt, meiner Meinung nach. Und was sagt es? Noch 2 Minuten 21, wir sehen uns also gleich wieder. So, die Holzsäure ist fertig. Jetzt gucken wir doch nochmal hier. Bei dem Leuchtblock. 5 Stück brauchen wir davon. Schauen wir mal, ob wir das schon irgendwie herstellen können. Ach, da kriegen wir aber 20 raus. Ja, okay, dann sollte das ja easy sein. Dann also schnell wieder zurück. Und dann machen wir mal den Leuchtblock. Oh, jetzt bin ich gespannt, was der kann. Der kommt mal auf die 7. Beziehungsweise brauche ich ja eigentlich nicht. Wo ist denn mein Bauhammer? Ja, egal. Aha. Das sind also tatsächlich einfach nur so Leuchtblöcke. Das heißt, man könnte die doch nutzen als indirekte Beleuchtung, oder nicht? Oder für irgendwelchen anderen coolen Stuff. Ja, das ist richtig geil. Das ist tatsächlich wie so eine indirekte Beleuchtung. Wenn man die jetzt quasi einmal so hier außenrum machen würde, dann bräuchte man wahrscheinlich keine Fackeln mehr.
So. Also passt jetzt gerade nicht hier rein, aber hat irgendwie was. Ich brauche mal doch meinen Bauhammer. Und da können wir tatsächlich ja alles damit machen. Ne, also auch solche großen Dinger. Das heißt, man kann sich ein Haus komplett aus diesen Leuchtblöcken bauen. Okay, das glaube ich wäre mir ein bisschen too much. Aber möglich ist es auf jeden Fall. Ja, Leute. Und ich denke, jetzt habe ich eigentlich soweit alles gesagt. Guckt euch, wie gesagt, das Video an, wenn ihr Interesse daran habt. Da seht ihr auch einiges mehr. Und dann würde ich das Video an dieser Stelle auch beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Schaltet auf jeden Fall morgen auch ein zu dem neuen Enshrouded Part und genießt heute Abend Dragon's Dogma 2. Ich glaube, das kommt sogar noch raus, bevor jetzt dieser Part rausgeht. Also habt einen schönen Abend. Macht's gut. Bis dann.